Hallo zusammen. In diesem Video von Mathematik macht Freude, Freunde, geht es darum, ein lineares Gleichungssystem mit Hilfe des Substitutionsverfahrens zu lösen. Das Substitutionsverfahren, auch Einsetzverfahren genannt, bietet sich dann an, wenn man eine Variable leicht freistellen kann. Ein Beispiel könnte folgendermaßen lauten: Ein Gleichungssystem hat genau eine Lösung, man soll ein Zahlenpaar finden. Hier ist dieses Gleichungssystem und man sieht, y in der zweiten Gleichung lässt sich relativ leicht freistellen. Wie könnte man nun vorgehen? Erstens, eine geeignete Variable freistellen. Zweitens, diese freigestellte Variable in die andere Gleichung einsetzen. Und drittens, die beiden Variablen berechnen und die Lösungsmenge angeben. Ich habe das Ganze nun auf unser Beispiel angewandt. Erstens, die geeignete Variable freistellen. Das geht in der zweiten Gleichung recht leicht, minus 2x. Ich habe die zweite Gleichung genommen, weil hier das y ziemlich leicht freizustellen ist. Bringt man die 2x auf die andere Seite, erhält man die Gleichung y ist 5 minus 2x. Damit gehe ich jetzt zu Schritt 2, Einsetzen der freigestellten Variable. Wir wissen ja, y ist 5 minus 2x. Ich habe die zweite Gleichung umgeformt und setze dieses nun in die andere Gleichung ein. Achtung, man muss hier unbedingt eine Klammer setzen, weil das minus 2 ja mit 5 minus 2x, also mit dem ganzen Ausdruck, multipliziert wird. Angewandt sieht das Ganze folgendermaßen aus. Bringt man noch die 10 auf die andere Seite, erhält man die Gleichung 7x ist 14 bzw. x ist 2. Nun geht es noch darum, die zweite Variable zu berechnen und die Lösungsmenge anzugeben. Wir wissen ja, x ist 2. Ich kann mir nun aussuchen, wo ich dieses x ist 2 einsetze, in die erste oder in die zweite Gleichung. Ich habe die zweite genommen. Damit erhalte ich 4 plus y ist 5. Die 4 bringe ich rüber. Y ist somit 1. Und ich habe das gesuchte Zahlenpaar, das 2, 1 lautet. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen.